NC. Jo, hi Leute und willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal. Ja, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Wagen gar nicht so richtig kommen will, beziehungsweise er fährt einfach nicht richtig, beschleunigt nicht richtig oder wie auch immer, dann ist da wirklich was faul. Und zwar, angenommen, ihr gebt jetzt hier so ein bisschen Gas, dann merkt ihr eigentlich, okay, der kommt und die Leute oder diejenigen, die ihr Auto kennen, die wissen ganz genau, ab hier spätestens fängt er voll an zu ziehen und hier absolut Kickdown, ja. Bei dem Fahrzeug allerdings ist es so, dass ich schon hier komplett runterdrücken muss, damit er überhaupt fährt. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, irgendwas passt hier nicht. Ja? Wir haben uns diesen Wagen gebraucht gekauft. Es ist auch egal, welches Modell, es geht hier nur darum, wenn das bei euch der Fall ist und euer Wagen, der kommt einfach schlecht voran oder will einfach wirklich gar nicht, dann kann es unter anderem auch wirklich daran liegen, dass euer Dieselfilter bzw. Kraftstofffilter komplett voll ist. Ja, richtig zu, richtig verstopft. Wir haben hier das Problem und ich werde euch zeigen, was auch wirklich auch unter anderem darunter leiden kann. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal vor an die Motorhaube. So Leute, jetzt sind wir vorne am Motor. Jetzt habe ich hier den alten Dieselfilter, Kraftstofffilter, wie auch immer. Hier kann man wirklich sehr gut sehen, wie schwarz der ist. Ja? Also er war gestern noch viel schwarzer. Ich habe da so ein paar Tests für mich gemacht. Ich wollte mal sehen, ob ich das hinkriege, den irgendwie auszuspülen mit heißem Wasser und einer Duschbrause. Ja, habe ich mehr oder weniger geschafft. Dann habe ich mal versucht reinzupusten. Keine Chance. Der ist so zu, Leute. Ich habe gestern so einen Schlauch eingehalten von der Duschbrause, habe komplett den Hahn aufgedreht. Der hat sich hier unten aufgebläht, weil er wirklich komplett zu ist. Ja? Also hier sind die ganzen Poren, die sind dicht. Das könnt ihr vergessen. Wenn ihr angenommen hier reinpusten würdet, jetzt in dem neuen, da geht das einwandfrei durch. Ich werde euch das jetzt mal demonstrieren. So, Moment. So, jetzt mal den mal. Okay, also hier könnt ihr sehen, das habe ich extra nur für euch gemacht, der ist wirklich komplett zu, es ist noch ein bisschen Restwasser rausgekommen, weil ich habe den gestern, wie gesagt, versucht auszuspülen. Ich habe hier gestern von der Duschbrause diesen Schlauch, der hat ungefähr den gleichen Maß, beziehungsweise einen Durchmesser, habe reingesteckt, versucht dicht zu halten, wie gesagt, wirklich den Hahn aufgedreht und das Ding hat sich aufgebläht wie so ein Luftballon, weil der nichts rausgelassen hat. Ja, so wie hier ungefähr und wie gesagt, der war ja gestern noch viel schmutziger. Also das Ding war hier komplett zu und das ist wirklich auch fatal. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich werde euch auch natürlich erklären, wie man nachher alles wieder zusammenbaut, beziehungsweise auch das System wieder entlüften sollte. Da gibt es ein paar Tricks. Jeder macht das halt anders. Ich werde euch zeigen, wie ich das mache. So, auf jeden Fall das andere ist, wenn ihr so einen Dieselfilter habt oder einen Kraftstofffilter, das so dermaßen verstopft ist wie der hier, dann sage ich euch eins, es wird ein Folgeproblem nach dem anderen geben. Ja, jetzt geht ihr mal hier runter. Jetzt werde ich euch mal die Beleuchtung anmachen. Jetzt haben wir hier unten am Motorblock, haben wir hier zwischen Zylinderkopf und da unten am Motorblock, da wo die Zylinderkopfdichtung ist, da ist alles nass. Seht ihr das? Alles nass. Hier irgendwann weiter links wird es ein bisschen weniger, aber hier hauptsächlich von rechts kommt es dann. Und da gehen jetzt viele Leute her und denken dann sofort ganz klar hier die Tandempumpe, jetzt in dem Fall, weil es halt ein Dieselfahrzeug ist, ja, 1,9 TDI. Da gehen dann die meisten Leute und sagen gleich hier entweder ja, die Schläuche gerissen oder unten die Schelle vielleicht nicht richtig dran oder halt eventuell, wie gesagt, von der Tandempumpe die Dichtungen. Ja. Kann man jetzt machen, muss man aber nicht. Jetzt sage ich euch eins, wenn ihr so ein Problem habt, ja, und der ist sowas von verstopft, dann drückt es irgendwo anders den Diesel raus. Ja, weil die Rückfuhr bzw. zum Tank wieder zurück, die muss gegeben sein. Wenn das nicht passiert, der Wagen hier bzw. der bringt so einen Druck auf, irgendwo anders wird es euch dann praktisch den Diesel rausdrücken. Fängt dann meistens dann an, dass irgendwelche Schläuche dann reißen. Wenn die dann eh porös waren, dann zerfetzt es euch die Schläuche, die wirklich, die reißen auf, die platzen auf oder hier so Halterungen, diese Klemmen, ja, oder diese Schlauchstellen, die halten dann irgendwann nicht mehr dicht und dann kommt halt der Diesel hier rausgedrückt sozusagen. Oder wie gesagt, wenn ihr so Schläuche habt, die porös sind, dann reißt es da komplett raus. Manchmal spritzt es sogar richtig raus, ja, weil da entsteht so viel Druck, Leute, ihr habt gar keine Ahnung. Und wie gesagt, jetzt ist halt die Sache, ne? Jetzt kann man das hier alles machen. Die ganze Tandempumpe, die kostet natürlich auch schon einen Haufen Geld. Oder wenn man es halt kann, so wie ich, macht man halt die kompletten Dichtungen neu, aber die liegen auch dann ungefähr bei 40, 45 Euro. Ja, das ganze Set hier liegt dann, ich glaube, 38 bis 45 Euro. Zahlt ihr dann praktisch hier für die ganzen Dichtungen der Tandempumpe. Und dann, wenn ihr das nicht realisiert habt, dass das Problem eigentlich von dem Kraftstofffilter bzw. Dieselfilter kommt, dann habt ihr das wenige Wochen später wieder. Denn das ist hier so zu, dass es dann woanders, wie gesagt, rausdrückt. Ja? Und das ist fatal. Also wenn ihr eine schlechte Gasannahme habt,
dann unbedingt darauf achten. Ich würde gleich anfangen mit dem Dieselfilter, weil das ist natürlich auch, ja, ich sage es mal, der größte Grund dafür, wenn euer Gaspedal erheblich runtergedrückt werden muss, damit der Wagen dann endlich mal fährt, dann passt da was nicht, ja. Klar, es kann jetzt auch sein, dass ihr einen Turboschaden habt oder was auch immer, ne? Oder irgendwelche Pumpe-Düse-Einheiten oder Einspritzdüsen sind einfach ein bisschen verstopft oder was auch immer, ja. Aber so fängt das Ganze hier an, ja. Und deswegen ist es ganz arg wichtig, dass ihr das macht. Ihr habt jetzt selber gesehen, wie zu der ist, obwohl ich den gestern Abend noch wirklich mit heißem Wasser versucht habe, mit der Duschbrause so ein bisschen auszuspülen. Habe, wie gesagt, das Schlauch hier reingehalten, was wirklich auch so dick ist wie mein Finger. Es hat ziemlich dicht gehalten und hat dann wirklich den Hahn komplett aufgedreht. Und der hat sich hier wie ein Luftballon, hat er sich hier so aufgebläht, aufgedehnt, weil er wirklich so zu ist. Das ist der Wahnsinn, ja. Und ihr habt jetzt gesehen an einem Beispiel von einem neuen, das ist einer von Mann. Also Dieselfilter von Mann, eigentlich eine ganz gute Marke. Und da habt ihr gesehen, das geht einwandfrei durch, ja. Und ihr könnt damit wirklich viel retten, ja. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier gemacht habt, dann wird der Wagen auch wird einfach besser reagieren, auch von der Gaspedalstellung, wird einfach schneller kommen, beziehungsweise tut sich auch nicht so schwer. Spritverbrauch geht eventuell auch runter, weil das ist der Wahnsinn, was er, der musste sich hier so sehr anstrengen, damit er überhaupt Sprit bekommt. Und das ist eigentlich eine Qual für jeden Motor. Das ist eine Qual für die Einspritzpumpe, für die Kraftstoffpumpe, für die Tandempumpe, für die Vorförderpumpe, für alles, ne? Also das ist hier wirklich extrem. Ich meine, gut, sobald der hier zündet und sobald er läuft, dann macht er den Rest schon alleine. Deswegen entsteht da auch da viel Druck, ja. Aber irgendwo muss das halt raus. Wenn es irgendwo verstopft ist, dann kommt ja das nächste dran, ja. Was auch wichtig ist zu erwähnen, ist, ihr seht praktisch hier vier Schläuche, vier Anschlüsse. Das heißt, dieser Dieselfilter, der filtert sozusagen alles doppelt. Einmal kommt der Diesel frisch vom Tank hinten. Der wird einmal hier gefiltert, dann geht es dann praktisch Richtung Motor, wird dort verbrannt wieder zurück und der überschüssige Diesel, der nicht verbrannt worden ist, das ist auch der, der auch meistens dann immer dreckig ist, weil der hat ja auch ein bisschen Ruß mit in sich und so weiter und so fort, der wird hier nochmals gefiltert und geht dann praktisch auch sozusagen wieder zurück in den Tank. Nur damit ihr ungefähr versteht, was abgeht. Es gibt auch Kraftstofffilter, die haben nur zwei Leitungen, einmal hin, dann zum Motor und wieder zurück zum Tank. Ja, sowas gibt es auch. Aber der hier, der hat wie gesagt vier Anschlüsse, ist so ähnlich wie beim T5. Ich habe euch da auch schon mal auf meinem YouTube-Kanal darüber berichtet. Aber das ist auch der wichtigste Grund, warum es dann irgendwo anders richtig mit sehr viel Druck irgendwo rausdrückt, weil hier kann es dann praktisch nicht mehr verarbeitet werden, weil das ja hier blockiert ist. Der Diesel kann somit nicht mehr in den Kreislauf reinkommen, wo er eigentlich hingehören sollte. Und dann geht es natürlich ab, Leute. Ja? Und das ist dann praktisch hier das Problem, was passieren kann. Ich habe, wann war das? Ich glaube, vor einer Woche habe ich hier eine Motorwäsche gemacht. 4 Tage später habe ich reingeschaut gehabt und habe dann gesehen, es war alles wieder total nass. Angefangen hat es dann auf der rechten Seite. Das erkennt ihr auch hier, ist alles etwas dunkler. Machen wir kurz die LED-Beleuchtung wieder an. Also Batterie zu leer. Gut, also ich muss dann erstmal wieder das Smartphone aufladen. Aber hier könnt ihr es sehen, auf der Seite ist es alles etwas dunkler. Also kam das praktisch hier rausgedrückt. Meistens an der Dichtung von der Tandempumpe. Die sitzt da unten. Ja, da fängt dann die Dichtung an. Ich muss kurz die Hand wegnehmen, damit ihr mehr Licht habt. So, da. Und wie gesagt, ansonsten aus den Schläuchen oder aus den Schlauchschellen, die das dann irgendwann nicht mehr aushalten, weil da einfach ein zu großer Druck herrscht. Ja, und dann ist halt Ende Gelände. Gut, also ich werde es erstmal einbauen und dann werde ich euch zeigen, wie man das Ganze hier entlüften sollte. Obwohl, ja, brauche ich nicht zeigen. Kann man machen mit VCDS oder halt selber alles wieder neu füllen und ein paar Mal starten den Wagen, damit er dann praktisch hier alles wirklich komplett entlüften tut. Aber wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall hier Diesel wieder reintut, denn jetzt ist er momentan halb leer, wie ihr sehen könnt. So. Und wir werden den Filter wieder einsetzen. Und dann werden wir erstmal alles voll machen mit Diesel. Und dann entweder mit VCDS oder ich zeige euch beides, ist auch egal. Wie gesagt, ihr könnt entweder ein paar Mal starten oder halt mit VCDS die Vorförderpumpe ansteuern. Und dann macht ihr das 5, 6, 7 Mal oder so, bis dann wirklich hier komplett entlüftet ist. Gut, also das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Wenn ihr merkt, dass euer Wagen nicht wirklich vorankommen tut oder was auch immer, dann unbedingt als erstes den Dieselfilter bzw. Kraftstofffilter checken, denn ich habe den hier gebraucht gekauft. Da hat zu mir gesagt, ja, 2 Jahre lang nichts gemacht, alles gut, noch nie Öl eingefüllt, da war nie Probleme, bla bla bla. Ja, das ist typisch halt, was man halt sagt, wenn man seinen Wagen verkaufen will. Und das ist dabei rausgekommen.
So, also wie ihr sehen könnt, alte Dichtung raus. Natürlich die Dichtung immer mitwechseln, weil die leiern irgendwann aus. Ja. Dann hier könnt ihr auch sehen, ich habe alles randvoll mit Diesel gemacht. Und so voll, dass wenn ich den jetzt wahrscheinlich runterdrücke, dann kommt ein bisschen was raus. Ja. Seht ihr das? Moment. Okay. Also jetzt seht ihr es. Holt euch eine Flasche mit Diesel. Ja, und dann könnt ihr es hier reinkippen. Und wie gesagt, schaut es einfach, dass das Diesel irgendwo aufgefangen wird, entweder mit einem Tuch oder halt solche Papiertücher hier. Die saugen alles ganz gut auf. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das ist so mal das Wichtigste, was ihr machen könnt, falls ihr kein Diagnosegerät habt oder was auch immer. Dann auf jeden Fall randvoll machen mit Diesel. Lasst ihn ruhig auch unten so ein bisschen voll werden, weil er saugt sich ja dann auch voll, wirklich mit Diesel. Und das ist schon mal das Wichtigste, was ihr machen könnt. Okay? So, jetzt mache ich hier erstmal zu und dann geht's weiter. So Leute, wie ihr sehen könnt, alles ist wieder zusammengebaut. Was ganz wichtig zu erwähnen ist, macht alle 1000 Kilometer einen neuen Dieselfilter jetzt rein, ja, für die nächsten 2, 3 Male. Weil, wenn er so voll war wie der jetzt hier, dann könnt ihr euch vorstellen, wie es bei euch im Tank innen drin aussieht, ja. Der konnte ja nicht mehr filtern. Das heißt, der ganze Dreck hat sich wahrscheinlich irgendwo im Tank unten so ein bisschen abgesetzt. Und deswegen sagt man auch, dass es nicht empfehlenswert ist, auf Reserve zu fahren, weil, wenn ihr dann auf Reserve fahrt, dann wühlt sich das ganze Zeug auf und verstopft dann zusätzlich noch vielleicht eure Einspritzdüsen oder beziehungsweise eure Pumpe-Düse-Einheiten und solche Sachen. Also wirklich aufpassen, ne? Das ist wichtig zu erwähnen jetzt, was euch viele YouTube-Videos nicht sagen oder nicht berichten. Nach so einem Problem nicht einfach Dieselfilter wechseln oder Kraftstofffilter wechseln und weiterfahren, sondern guckt nach 1000 Kilometer wieder rein, schaut euch den an. Wenn er wieder total schwarz geworden ist, dann könnt ihr euch vorstellen, wie es bei euch im Tank aussieht. Also wirklich nochmal das Geld ausgeben und das vielleicht die nächsten 2, 3 Mal einfach machen, alle 1000 Kilometer, damit ihr sehen könnt, wie voll ist er dann eigentlich jetzt wieder geworden, ja. So, und dann auch auf jeden Fall kontrollieren, ob noch da unten an der Tandempumpe bzw. an den Schläuchen irgendwo was rauszeigt. Wenn es danach ruhig ist und es ist danach trocken, dann wisst ihr, woran das Problem lag. Und für diejenigen, die mich jetzt fragen werden, die Dichtung dann trotzdem wechseln von der Tandempumpe, also ich sag's mal so, wenn sie dann trocken hält und dicht hält, dann nicht unbedingt, ne? Wenn es dann irgendwann mal anfängt, so nass zu werden wie hier, und euer Dieselfilter ist aber neu, ja, dann wird es auf jeden Fall höchste Zeit, okay? Weil dann sind es definitiv die Dichtungen. Aber hey, Leute, irgendwann, selbst solche Dichtungen können diesen Überdruck gar nicht mehr packen. Die halten es einfach nicht mehr aus und irgendwo wird es halt rausgedrückt, ja? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr sowas überwacht und immer wieder mal ein bisschen für euch merkt, was ist da passiert, was ist da vorgefallen. Klar ist es schwer, wenn man sich einen Gebrauchtwagen gekauft hat, so wie diesen hier, festzustellen, was da wirklich war. Aber ich habe mir das schon gedacht, so, hier die Gasannahme, die ist etwas schwergängig. Ich kenne das ja auch vom T5, da habe ich bei mir damals 3, 4 Rückschlagventile eingebaut und ab dem dritten Rückschlagventil war es einfach zu viel und dann wusste ich, oh scheiße, ich muss mein Gas wieder ganz schön runterdrücken, damit er endlich vorwärts kommt. Und deswegen habe ich mir hier schon gedacht, irgendwas ist hier komisch. Ich muss Gaspedal ganz arg runterdrücken, damit er endlich dann auf Fahrt kommt. Und Kickdown ging eh nur, wenn ich ganz runtergedrückt habe. Und da habe ich schon irgendwas gerochen. Ja, da habe ich schon irgendwas verdächtigt. Und Gott sei Dank habe ich mir das gleich mal angeschaut. Dieselfilter hier war komplett zu. So verstopft habe ich noch nie einen Dieselfilter erlebt. Also der hat sicherlich die letzten 200.000 Kilometer keinen neuen Dieselfilter gesehen. Das ist schon Wahnsinn. Gut, jetzt gehen wir ans Fahrzeug mit VCDS und so weiter und so fort. Und dann sind wir hier soweit fertig. Ja, bevor es zum Entlüften geht, empfehle ich jedem einfach den Tankdeckel aufzumachen, denn es kann sein, dass ihr im Tank irgendwie so einen Überdruck oder einen Unterdruck gehabt habt. Also Tankdeckel raus, es ist nie verkehrt. Und jetzt gehen wir mal vor und machen das Ganze dann. Ja Leute, VCDS ist am Start, wie ihr sehen könnt. So, für diejenigen, die aber kein Diagnosegerät haben, da empfehle ich euch einfach ein paar Mal den Zündschlüssel zu drehen. Denn da wird dann praktisch auch die Einspritzpumpe bzw. hinten die Vorförderpumpe aktiviert für 2 bis 3 Sekunden. Schickt ihr euch den Sprit nach vorne und somit könnt ihr auch dann praktisch das System entlüften. Ich zeige euch, wie das geht. Schlüssel einfach in die zweite Position drehen, dann wieder zurück und dann wieder nach vorne. Und das macht ihr ungefähr 6 bis 7 Mal. Ist natürlich etwas blöd, wenn man kein VCDS hat oder halt, wenn man kein Diagnosegerät hat. Aber so könnt ihr es dann machen. Denn es wäre blöd, wenn die Einspritzpumpe bzw. die Kraftstoffpumpe leer läuft. Beziehungsweise, wenn da Luft drin ist, dann läuft die trocken und das ist gar nicht gesund. Okay? So, jetzt machen wir das mal. Und ich werde jetzt ruhig sein, denn dann hört man hinten aus dem Kofferraum irgendwo die Vorförderpumpe kurz laufen. Ich bin jetzt mal ruhig. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, das macht so ein kurzes Summen, so. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen nach hinten zu gehen, vielleicht hört ihr das dann.
Okay, so, das ist halt das Blöde, wenn man kein VCDS hat oder ein Diagnosegerät. Die Pumpe läuft wirklich nur kurz an für 2 bis 3 Sekunden, denn eigentlich ist es ja auch nur eine Hilfestellung und deswegen beim ersten Zünden schickt ihr euch schon mal ein bisschen Druck nach vorne, damit einfach das Anspringen schneller angeht, beziehungsweise besser angeht oder der Wagen einfach schneller startet. Ich bin hier allerdings ein bisschen auf Reserve. Sorry für das Video, vielleicht nicht ganz so ein gutes Beispiel, aber wir machen das jetzt trotzdem fertig und dann könnt ihr den Wagen mal kurz starten. Und auch wenn ihr dann den Wagen gestartet habt, würde ich den erstmal nur für 2 bis 3 Sekunden laufen lassen und dann wieder komplett abschalten, ja? Und dann macht ihr das auch nochmal 4 bis 5 Mal und dann sollte das eigentlich, ja, das ganze System entlüftet sein. So, jetzt gehen wir aber hier mit VCDS. Da werde ich euch auch erklären, wie man das praktisch alles ansteuert. Ich versuche das jetzt mal hier so zu zeigen. So, jetzt tun wir erstmal hier die Meldung weg und gehen hier auf Steuergerätauswahl. So, dann natürlich hier Schlüssel drehen, ganz wichtig, weil sonst geht gar nichts. Dann gehen wir hier auf Motorenelektronik und dann gehen wir hier auf Grundeinstellung. Ja, ich weiß, danke, danke, danke. So, Grundeinstellung und dann schaut ihr erstmal nach, ob ihr eventuell schon diese Einstellung habt. Ja, so, und jetzt gucken wir mal. Ah ja, Aktivierung der Kraftstoffpumpe. Das heißt, in dem Fall hätten wir es hier sogar. Falls ihr dieses Feld hier nicht habt, Aktivierung der Kraftstoffpumpe. Falls das bei euch nicht zu sehen ist, geht einfach hier auf Block 035, sorry, ne? Hier 035 und drückt dann jetzt hier auf Start. So, und dann seht ihr schon, aha, ist da. Jetzt müsst ihr es einfach nur praktisch hier ein, aus oder halt auf Weiter. Jetzt machen wir einfach mal an und dann solltet ihr es eigentlich hören. So, Moment. Ja, jetzt hört man das schon, manchmal blubbert das auch und dann hört ihr wirklich, dass da die Luft gerade rausgeht oder entweicht. Und deswegen ist es auch wichtig, den Tankdeckel zu öffnen. Es hilft einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Vielleicht werde ich das in meinem Video so ein bisschen lauter machen für euch extra. Es ist jetzt bereit. Es ist jetzt Zeit zu starten. Deswegen machen wir jetzt hier alles aus. Stecken den Stecker ab und fahren den Kollegen runter. So. Tschüss. Alles klar. Dann hier aufpassen, Gang raus, so und nochmal aus, Zündschlüssel kurz abstecken. Ist immer empfehlenswert, wenn ihr da mal irgendwie so ein Diagnosegerät dran gehabt habt. Und los geht's. Sofort angesprungen. Habt ihr es gesehen? So muss das dann sein. Sofort. Ja, wenn ihr dann irgendwie etwas länger gaukeln müsst oder so, ne, wenn ihr dann etwas länger orgeln müsst oder so, dann ist es nicht korrekt. Dann ist da was schief. Dann ist da was faul. Dann habt ihr noch Luft im System und das sollte so nicht sein. Okay, jetzt nochmal. Kurz warten und los geht's. Sofort. So könnt ihr es machen. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nicht vergessen, Tankdeckel wieder zu schließen. Sonst wäre es natürlich blöd. Und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare reinschreiben. Und wenn ich euch helfen kann, mache ich das natürlich auch gerne. Wir sind hier soweit fertig, hat alles einwandfrei geklappt. Und es ist so oder so immer wieder mal empfehlenswert, das zu tun, damit ihr auch einfach sicher seid, dass das System entlüftet ist. Denn es kann auch mal vorkommen, dass ihr entweder, keine Ahnung, defekte Pumpe-Düse-Dichtungen habt oder wenn ihr, keine Ahnung, irgendwelche defekte Schläuche habt oder halt Schellen, die nicht richtig befestigt sind, dann kann es schon mal sein, dass es auch mit der Zeit einfach so Luft ins System reinkommt und dann startet der Wagen dementsprechend dann auch schlechter, vor allem dann auch im Winter. Und deswegen ist es immer auch empfehlenswert, sowas generell mal zu machen, so, keine Ahnung, einmal im halben Jahr oder so oder einmal im Jahr, absolut okay. Also Leute, das reicht jetzt. Ich bin fertig mit euch. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Man hört sich, man sieht sich. Abonnieren nicht vergessen, das wäre ganz cool. Lasst mir einen Daumen nach oben und einfach Kommentare posten, ja? Bis dann. Peace. NC. In the place to be. NC.